Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Farm Your Life wollen wir heute anzocken. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Das ist ein kleines Minispiel aus dem... Also King. Aus dem PSN. Story-Modus, Endlos-Modus, Optionen. Mach erstmal Optionen. Mal auf 5. Sprache Deutsch. Friedlich spielen. Ach, das ist normal, so wie es ist. So, endlos und Story. Wir machen mal Story-Modus. Ah, wir können Mädchen oder Jungen. Und den nennen wir. Wie schon. Odin natürlich. Na, lange haben sie ja nicht. Na, nehmen wir den. Braun wie bei den Augenbrauen? Nee. Ah, nur das. Nase. Ja. Hat auch was. Bin aber so eine kleine Stupsnase. Mund. Na, lass mal den, sieht man sowieso nicht unterm Bart. Jacke. Hemd. Nehmen wir das und dann halt die schwarze Jacke. Die hier. So, Hose. Und die auch schwarz, wa? Schuhe, schwarz. Gut. Kein Hut, Brille. Hals. Lass mal weg. So. Möchtest du zeigen, wie... Ja, wollen wir? Oh, wir kriegen eine Kuh. Cool.
Jetzt kriege ich die Schrift da nicht weg. Ach so. Smileys, ey. Bisschen manchmal doof hier, den zu positionieren. So. Okay. Jetzt kriegen wir eine Kuh.
Also so an sich nicht schlecht so. Ich weiß ja, einige von euch stehen auf Farmbau. Oh, jetzt kann ich alles neu machen. Gut. Aber das mit dem Bewegen, das ist manchmal noch so ein bisschen. Ja, gleich ausweiten in der Farm. Können wir hier schön frei machen. Wir brauchen zwar nur 30 Holz für den, aber ich denke mal, wir werden auch noch Holz brauchen, um unseren Zaun zu bauen und so.
Okay. Alles hier schön wieder ebenerdig. Seht, wozu wir das Holz noch brauchen. Und so was alles. Oh, eine goldene Axt. Gold, also wenn ich was gelernt habe in meiner jahrelangen Zockerei, Gold ist immer besser als Silber. Und da ist unsere Kuh. Okay.
Eins. Dann noch nicht, dass sie nicht sterben, sondern dass sie nicht verrecken. Ohne schlecht.
montiere einen Zaun. Dann nehmen wir Kartoffelsamen auch noch. Wieder nur. Thank you.
die Steuerung ist ja echt. Aha, okay. Die Steuerung ist echt nervig, muss ich mal sagen. So. Wenn ich jetzt hier Holz nehme, dann sage ich, ich möchte das jetzt hier hinlegen. Wieso schon wieder? Mann! Ist doch nicht. Er ist doch nicht. Och, leg mich doch am Arsch. Wollt ihr mich verarschen? Ist doch nicht. Also die Steuerung ist echt nervig. Thank you.
Leck mich doch hier! Ich habe das Spiel zu früh gelobt. So, endlich. Was ist das jetzt? Die Erwachsenen weg und wir müssen immer machen, oder was? Ja, weil ein Feld ist, kann ich da nicht machen. Zum Kotzen. Ja, die Schrift geht jetzt ohne nicht mehr weg. Ich nehme mir Holz. Platz hier das Holz. So. Also ich wollte das Spiel eigentlich noch loben. Jetzt habe ich Holz genommen. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, ich habe null Bock mehr.
wieder noch was. Rezept, Gießkanne und so, ja, da kann ich eigentlich holen. Ja. So, kostet Schrauben und dann Holz. Garantiert hier wieder nicht. So. Versuch's nochmal. Wir bauen hier einen Zaun her. Und zwar. So, ein Stück weiter. Ein Stück weit hier. Thank you.
Ach, ne, die Seite ist versaut, so wie es aussieht. Langsam geht's. Aber die Steuerung ist trotzdem sehr doof. Oh Mann, ey, diese Nachrichten nerven. Und dass man das auch nicht richtig platzieren kann.
immer was etwas größer, wenn die Tor dann, wenn die Tor dann irgendwie mal drin ist. Mann. Oh, es nervt unheimlich, ey. Es ist einfach richtig nervig. Du kannst die Dinger nicht vernünftig platzieren. Du läufst hier schon vernünftig hin. Und dann, ja, dann macht er sowas hier. Klaut halt von dem Zaun, der schon da war. Das ist aber halt richtig bescheuert. Endlich. Oh, leck mich. Ich kann hier aber immer noch nicht platzieren und den vom Feld ohne ich wegholen. Das ist echt nervig. Also da hat es echt noch, da muss man echt noch nachlegen. So. Ich kann hier kein Holz mehr fällen.
Goldene Axt. Eine Brücke. Also ich muss hier irgendwie... Ich gehe zum Hauptmenü. Jo, was soll ich dazu sagen? Es macht schon Spaß, ich hätte sonst keine Stunde Novart hier mit verbracht. Aber die Steuerung ist sowas von unpräzise. Wie soll man sich wo hinstellen, damit man einen geraden Zaun hinkriegt? Das ist richtig nervig. Ich würde mir da wünschen, dass man, wenn man ein Holzstück in der Hand hat, vor sich leicht einen roten, einen gelben, was weiß ich, oder einen Kreis oder ein X oder irgendein Symbol hat, auf dem Fußboden, dass man sieht, wo man das platziert, wenn man wie steht. Das wäre sinnvoll. Oder dass man den Zaun sagen kann, ich zeichne den halt mit dem Controller wie eine Linie, dass man dann ein Rastermuster kriegt oder so. Und dann halt das einfach gebaut wird und dann halt vom Laster abgezogen wird. Oder dass man die dann schon selber platzieren muss, aber dass man dann angezeigt wird, wenigstens Vierecke wo. Und dass man dann halt, wenn man einen Baumstamm auf eine Wiese gelegt hat, dass man den dann nicht mehr, also vom Feld, dass man den nicht mehr runterkriegt. Und dass die Schrift nicht verschwindet. Also das ist, da müssen wir nachpatchen. So an sich echt, macht schon Spaß, klar. Es ist ein schönes Bauernspiel. Wir kommen auch irgendwann später weiter. Wir werden bestimmt noch andere Tiere haben, denke ich mal. Aber so in der Zusammenspielung finde ich es doof. Man kann nicht vernünftig bauen. Man kommt voran und kann dann noch einen Korb holen und dann irgendwas mit mehr Früchte gleichzeitig nehmen. Aber um sein Zeug einzuzäunen und man vernünftig, die Beete vernünftig machen und so. Also Beete geht ja, aber mit dem Zaun ist absolut scheiße. Und dass man dann, dass die Schrift nicht weggeht, also das nervt. Aber ich denke mal, da werden Patches kommen. Bildet euch euer Bild darüber. Gerne in den Kommentaren mal einen Kommentar dazu ablassen, was ihr dazu sagt. Ich bin jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.